Hi und willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute spiele ich mal wieder ein bisschen hier Lego Hobbit. Und wie gesagt, heute ist das erste Mal, wo ich aufnehme ohne Livestream und ohne Facecam. Da kann mich einmal ein bisschen mehr aufs Game konzentrieren, würde ich sagen. Also ist halt so. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal zur Cutscene. Ich muss mir erstmal wieder ein bisschen einspielen. Es ist noch relativ früh, wo ich auch zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hätte ich sagen können. Aber ich habe natürlich verkackt. Unbeirrt vom Ratschlag der Elben und des Weißen Rats setzten die Zwerge ihre... Ah, das kenne ich schon. Hey. Das kennen wir schon. Gut. Ich weiß nicht genau, wo ich hier war, muss ich zugeben. Es ist wieder schon eine, ist ja schon wieder eine Weile her, dass ich hier war. Nein. Ja doch, du kannst auch, ne? Gut. Nein, lass mal los, bitte. Und jetzt kommst du hier hoch. Nein. Ja, und jetzt komme ich nochmal hin. Okay, also ich muss, glaube ich, doch tatsächlich genau die nehmen, die hochspringen, oder? Hallo? Warum klappt es nicht? So. Aber erstmal ihn hier. Wichtig. Sehr schön. Ich bin gerade am Überlegen, wieso komme ich hier nicht hoch? Es ging doch. Ach so, ich muss einfach gegenlaufen. Ich bin da lost. Hätte ich das mal gewusst, wahrscheinlich habe ich es gewusst, aber ich habe es vergessen. Also, da brauche ich Gandalf, habe ich den? Nee, ne? Habe ich nicht irgendwen, der Licht machen kann? Und warte mal hier, habe ich wen mit Bogen? Jetzt nicht als Bogen, ne? Nee. Ich vermute, dann müsste das hier sein. Ich glaube, das ist eigentlich da drinnen. Aber da komme ich ja... Ach, okay, ist das hier. Also hat sich alles aufgeklärt. Muskelette muss ich zerschlagen, das merke ich mir. Ja, ich komme. Ich komme geeilt. Ich könnte schon aufhören. Übrigens, alles gut. Ihr könnt aufhören. Okay, sie hören nicht auf. Sie hören nicht auf meinen ratsamen Rad, lol. So, kann ich hier etwas machen, etwas Wichtiges? Komm mal ran auf den Meter. Sehr schön. Wie heißt das hier nochmal? Keine Ahnung. Das hier kann ich nicht zerstören, soweit ich weiß. Also noch nicht. Das war peinlich. Gehe ich mal mit dem Bilbo Beutlin vor. Ich habe vergessen, wie die Dinge aussehen, die ich zerschlagen musste. Das waren einfach Skelette, ne? Jetzt sehen. Wo ist er? Ist hier? Ne, ich habe den gar nicht, oder? Habe ich die passende Person? Das bist du, ne? Nein, falsch. Oh, jetzt habe ich erstmal die Hälfte in den Tod geschickt. Ein Traum. Nein. Ich glaube, er war das. Nein, okay, er war es nicht. Ja, ja, was? Sehr schön. Ich würde keinen Sinn mehr geben, wenn die Kiste hier unten wäre, ohne dass ich dazu da etwas machen kann. Ein tiefer, grausamer Abgrund. Ein grausiges Bildnis. Dein Gesicht. Hahaha, ich bin so lustig. War da oben noch was? Nee. Scheint spannend zu sein. Ein Amboss. Ich sag gar nichts. Das hatte schon alles seine Richtigkeit. Alles rechtens, Leute. Oh, da habe ich mich erschreckt. Da habe ich mich erschreckt. Da müsste jetzt hier nicht auch Steine runterfallen auf mein Haupt.
Naja. Ob das so sinnig ist, ich sag's dir morgen. Und ja, ich wollte gerade einen Inscope-Witz machen, aber ich habe versagt, wie ihr alle gemerkt habt. Aber mit Versagen kenne ich mich aus. Bist du der Passende? Ja, du bist der Richtige. Printe! Ah, scheiße. Verschlug mich. Ah, schön, Kristalle. Geh erstmal hier weiter, soweit es geht. Oh, hier, die muss ich da hacken, ne? Ja, sehr schön. Na, generell, alles zu hacken ist ja wichtig. Wenn man nicht alles zerhackt, hat man nicht alles zerhackt. Lol. So steht es auch in der Bibel. Das, dafür brauche ich Gollum, das weiß ich noch. Nee, wen brauche ich nochmal dafür? Keine Ahnung. Ja, also, hier brauche ich leider Gollum. Wo bist du? Ja, das bist du doch, oder? Bist du doch. Okay, ich glaube, ich kann das einfach noch nicht machen. Vermute mal, so wird es sein. Aha. Habe ich da einen? Nee, ne? Okay, das kann ich noch nicht machen. So ein Dreck. Komm mal ran auf den Meter. Wir machen jetzt hier mies die Sachen. Zack. Geil, hinter der Wand war eine Wand. Ein Traum. Hätte ja sein können, dass es klappt. Absolut lost, wo Frodo ist. Oder Bilbo, ich bin mir nicht sicher. Das interessiert mich um echt ja noch nicht. Schmackhaft, aber... Da brauche ich den winzigen Bilbo, ne? Ne, da brauche ich Gandalf. Kann ich alles noch nicht machen. Kann dies alles noch nicht machen. Skandalös, Leute. Skandal, würde ich sagen. Würde es ein Skandal benennen. Brauche ich euch, ihr fiesen Fettsäcke? Nein. Diese Fettsäcke, ich brauche euch. Was soll ich denn jetzt tun? Nee. Okay, noch kann ich da scheinbar nichts tun. Noch kann ich hier ganz offensichtlich nichts tun. Und hier geht es ja auch noch weiter. Sagte er und merkte, es geht nicht weiter. Ich stelle mich mal hier hoch, weil wichtige Sachen. Er ist runtergesprungen. Also hier unten seid ihr, ne? Aber warte mal. Okay, hätte klappt. Okay, es hätte nicht klappen können. Ich nehme mal den anderen Zwerg. Vielleicht klappt es mit dir. Ja, moin. Da war ich los. Da war ich einfach mal wieder besonders los. Ey, hinten seid ihr, ihr gierigen Fettsäcke. Quatsch. Oh, hier, habe ich jemanden, der ziehen kann. Keine Ahnung, aber... Wichtig. Ich glaube, ich habe keinen, der ziehen kann, ne? Kannst du... Nein, das wollte ich gar nicht. Ich glaube, hier kann keiner... Du höchstens, denke ich. Nee, okay. Ja, ich glaube, dann kann hier leider keiner ziehen. Kann mir nichts machen. Würde ich nochmal... ihn nehmen. Und dann würde ich noch mal kurz ein kleines Schlücklein trinken. Schmackhaft. Zack. Ja, Eil, also das finde ich, das ist so ein klein wenig nervig, das Ding. Aber nicht, ist nicht das Nervige, als diese Brücken baut. Das ist absolut stressig.
absoluter Abschluss, macht gar keinen Spaß. Egal. Ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen hoch da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.